Jos Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Diese Zustände darf das so in die Sammlung. Mittlerweile die vierte Ausgabe und ich habe mir diesmal ein paar Freunde eingeladen und schon mal Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an mit dem Mike von Screaming Pixel. Der hat was ganz Besonderes ausgepackt, um ja mal über den Zustand zu schauen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Mike von Screaming Pixel und ich habe für euch einen Exoten aus dem Regal gefischt. Und zwar Game Tengoku The Game Paradise für den Sega Saturn. Ja, wie es der Titel und die Verpackung vermuten lassen, handelt es sich bei Game Tengoku um ein Japan-exklusives Spiel. Diese Version hier ist sogar für japanische Verhältnisse ein bisschen ungewöhnlich. Die Saturn-Games in Japan sind ja nur in normalen CD-Hüllen erschienen. Das hier ist eine Art Special Edition. Die Verpackung selbst ist sehr, sehr gut erhalten. Also man hat hier keine verblichenen Farben. Man kann den japanischen Text noch sehr, sehr gut erkennen. Alles knallt, alles ist bunt. Man muss ein Faible für Pink haben natürlich, aber das passt sehr, sehr gut zum Spiel, wie man später noch sieht. Einziger Schönheitsfehler, wenn man ganz genau sein möchte, man hat natürlich die altersbedingt etwas abgestoßenen Ecken und hier oben an der Lasche einen kleinen Riss. Aber ich muss ehrlich sagen, das kann ich verschmerzen. Sehen wir mal in das Paket rein. Hier hat man zunächst mal das Spiel selbst in einem Jewel Case. Man hat hier keine Kratzer, das Case ist nicht gesplittert. Man hat hier auch noch diese Laschen dran, die ja bei solchen Hüllen ganz gerne mal abbrechen. Also das Ding ist tiptop in Ordnung. Auch hier die Rückseite einwandfrei. Machen wir mal auf und hier ist wirklich alles, was dazu gehört. Man hat hier eine kleine Garantiekarte. Ganz, ganz wichtig für Sega Saturn Sammler sind diese kleinen Dinger hier. Wie schon erwähnt, die Spiele wurden an und für sich nur in solchen Jewel Cases verkauft, eingeschweißt und mit so einer Papierbanderole hier versehen. Und Hardcore Saturn Sammler, denen ist das Teil ganz, ganz wichtig. Die Disc selbst ist in perfektem Zustand. Also ihr seht, hier gibt es keine Kratzer oder ähnliches. Die ist wie geleckt. Und auch die Anleitung ist einwandfrei. Vierfarbig, natürlich auch hier alles in Japanisch, aber alles sehr, sehr schön erhalten. Tja, und dann das Ding hier. Hier ist tatsächlich eine VHS-Kassette drin. Darauf befindet sich ein 15-minütiger Anime, der die Vorgeschichte des Spiels erzählt und ja, ungefähr 60 Minuten an Interviews mit dem Team, die das Spiel programmiert haben. Auch wenn mein VHS-Rekorder noch funktionieren würde, dann könnte ich mir die Kassette trotzdem nicht ansehen, denn die ist natürlich im japanischen NTSC-Format. Macht aber nichts, denn der gesamte Inhalt dieser Kassette ist mittlerweile auch auf YouTube zu finden. Man muss aber natürlich entsprechende Japanischkenntnisse mitbringen. Dann werfen wir nochmal einen Blick hier rein. Tja, da haben wir die Kassette selbst. Auch hier die Labels noch einwandfrei in Ordnung, kräftige Farben. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen vergilbt ist, sind hier die Spulen der Kassette. Aber ansonsten auch die Kassette in tollem Zustand. Hier jetzt noch ein paar Gameplay-Szenen. Game Tengoku The Game Paradise ist ein vertikal-scrollender Bullet-Hell-Shooter, der sich selbst nicht so richtig ernst nimmt. Stattdessen erinnert mich der Titel stark an Cute-Maps wie zum Beispiel Parodius. Als einer von fünf Charakteren, unter anderem einem fliegenden Schwein, ballert man sich durch eine Arcade sowie einzelne Spielautomaten und sogar einen mit Plüschtieren gefüllten Greifautomaten. Dabei stehen einem genretypische Power-Ups und bildschirmfüllende Smart-Bombs zur Verfügung. Game Tengoku ist ursprünglich 1995 in der Spielhalle erschienen und wurde 1997 für das Sega Saturn umgesetzt. Und trotz japanischen Menütexten findet man sich in dem Spiel ganz gut zurecht. Wie die meisten Arcade-Titel ist auch Game Tengoku ziemlich schwer. Aber dank unbegrenzter Continues ist die Ballerei auch für einen bekennenden Easy-Mode-Spieler wie mich schaffbar. Bleibt die Frage, darf das so in die Sammlung? Und ich kann das für mich nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Okay, der Karton hat ein paar Schönheitsfehler und ein paar Macken, aber das Paket ist komplett und das Innenleben ist tiptop erhalten. Der Preis war auch in Ordnung, ich habe vor rund 5 Jahren ungefähr 60 Euro inklusive Porto und Versand für das Ding bezahlt.
Heutzutage liege ich da ganz gut im Kurs, denn aktuell geht Game Tengoku in dieser Version um 75 bis 130 Euro über die Ladentheke. Falls ihr am Spiel interessiert seid, aber keine Sega Saturn zu Hause habt, dann könnt ihr euch mal den Remix für die PlayStation 4 ansehen. Den gibt's in einer physikalischen Version von Limited Run oder in einer wesentlich günstigeren digitalen Fassung im PlayStation Network. Ich sag danke, dass ich dabei sein durfte und gebe zurück zu Re. Dankeschön, Mike von Screaming Pixel. Game Tengoku, kein Begriff bis jetzt gewesen, wobei das Gameplay kommt mir sehr bekannt vor. Wäre definitiv was für meine Sammlung. Ich habe aber meine kleine, aber feine oder nicht mal so feine Saturn-Sammlung damals aufgegeben. Leider, denn mittlerweile habe ich schon wieder Bock, mich da mal ranzuwagen, obwohl, ja, die, ihr wisst Bescheid, Saturn, vor allem im Schmapp-Bereich, ist sehr teuer. Ja, das wäre schwierig, aber ich hätte mal wieder Bock drauf, so als kleines, als kleine Challenge an mich selbst, ja. Apropos teuer, der nächste Titel war auch mega teuer, aber das habt ihr sicherlich schon beim Jansel im Video gesehen. Da habt ihr im letzten Pickup-Video von mir gesehen, dass ich ein paar Sachen von ihm bekommen habe. Und die Sachen, die ich ihm abgekauft habe, das Geld floss quasi direkt in das Game, das er uns jetzt zeigt. Wer die Folge nicht gesehen hat vom Jansel und um was es sich da handelt bei ihm, seht ihr jetzt hier, aber schaut auch definitiv beim Jansel vorbei, beim Raketenjansel, denn ja, krass. Ja, no further ado, Raketenjansel. Hallo Freunde des Re-Kanals. Es ist 11. Mir fällt gerade ein, ich hätte heute was für Re drehen sollen. Hoffentlich merkt er es nicht. Es geht um sein Format. Darf das in die Sammlung. Heute habe ich ein ganz besonderes Special-Item für euch. Eine Spezialität, die ich gerade erst ins Haus bekommen habe und auf die ich extrem stolz bin und bei der man durchaus mal diskutieren dann kann, darf die so in die Sammlung. Denn es handelt sich um fucking Earthbound für Super Nintendo in OVP. Und da fragt ihr euch natürlich, Jansel, bist du denn des Wahnsinns? Wie kommst du an dieses Spiel? Was hast du dafür bezahlt? Und wie ist der Zustand? Mehr dazu natürlich auch auf meinem Kanal, denn da gibt es die gesamte Geschichte, wie ich an dieses Spiel gekommen bin. Aber die Frage, die Re hier stellt, ist, darf das in die Sammlung? Ich sag mal so, das Spiel ist 25 Jahre alt und war extrem teuer. Aber es hat natürlich auch ein paar kleine Macken. Muss man natürlich zugeben. Altersbedingte kleine, ich sag mal, OVP-Schädlein, wie hier an der, ne, wie hier so an den Ecken, wie es jedes Spiel hat. Aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen ist das ziemlich, ziemlich guter Zustand. Darüber hinaus ist natürlich hier ein Guide drinne, der so ein bisschen auch das, ja, Make-or-Break-Item bei diesem Spiel ist, denn ihr seht ihn schon, grundsätzlich ist er auch in einem guten Zustand, denn nicht bei allen sind diese Stinkekarten dabei. Das ist immer eins der großen Sachen bei Earthbound. Sind die Stinkekarten dabei und wenn ja, sind sie noch, ja, nicht abgestanzt. Ihr seht, das ist hier der Fall und warte mal, was roch hier sehr eklig? Ich glaube, hier der Affe. Ja, das riecht immer noch richtig schön künstlich. Also es funktioniert, es ist dabei. Der Zustand des Guides war am Anfang bei der Auktion so ein bisschen als nicht ganz so gut dargestellt, weil es halt hier einen kleinen Wasserschaden gibt. Ganz ehrlich, vielleicht sieht man, es ist ein bisschen wellig, aber ey, es ist echt minimal und völlig vernachlässigbar und interessiert eigentlich keine Sau. Das Modul selbst liegt im Super Nintendo. Ich hole es kurz, Augenblick. Das Modul hingegen selbst ist, muss man echt sagen, unerwarteterweise absolut makellos. Es glänzt, es sieht fantastisch aus, es hat diese Schutzhülle und ja, es ist auch das Originalspiel. Ich habe es aufgeschraubt und die Platine verglichen. Es ist ein original geiles Earthbound. Ich habe es schon gespielt und obwohl ich sehr viel Geld dafür ausgegeben habe und es natürlich nicht normalerweise wert wäre, so viel Geld für ein Videospiel auszugeben, finde ich aber,
für das, was ich ausgegeben habe, und wenn ihr genau wissen wollt, wie gesagt, dann schaut bei mir mal vorbei, wie viel ich dafür ausgegeben habe, da kann man einfach nicht meckern. Ich würde sogar sagen, ich habe einen deutlich besseren Deal gemacht, als das, was ich hierfür bezahlt habe. Also ja, ja, dieses Spiel darf so in die Sammlung. Ein fantastisches Modul, ein toller Guide mit einem kleinen minimalen Schaden und eine echt gute OVP. Ich meine, hallo, und es ist Earthbound. Ich sehe doch euer Neid da hinten auf eurem Stuhl. Aber geil. Habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Und ich liebe es. So, tschüss. Ist spät. Earthbound, Jansl. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr, sehr, sehr teures Spiel. Also, das überschattet bei weitem mein teuerstes Spiel. Mein teuerstes Spiel in der Sammlung ist das Sealed Resident Evil 2 für die PlayStation 1. Dafür habe ich 250 Euro bezahlt. War es mir aber auch absolut wert, denn es ist mit eins meiner Favorite Games aller Zeiten und Resident Evil 2 ist ja sowieso für mich definitiv, glaube auf jeden Fall der beste Resident Evil Teil, meiner Meinung nach. Also, vielen Dank, mein lieber Raketenjansl. Der nächste im Pedo ist der Tom von Tom's Collection. Bin mal gespannt, was er für uns ausgegraben hat. Das kann doch nur wieder was Exotisches sein, so wie unser Freund halt so ist, der Tom von Tom's Collection. Bitteschön. Ja, Freunde, und ich möchte euch eine besondere Spielekonsole zeigen, die recht lang bei mir in der Sammlung ist. Es ist der IQ Player, genauer gesagt Nintendo IQ Player. Der IQ Player ist bei mir seit Anbeginn meiner Sammlung, also seit 2013, zwar die 15. Konsole, die ich in der Sammlung gehabt habe. Ja, und hier sehen wir schon den IQ Player High Quality Nintendo Seal. Hier oben haben wir eine leichte Macke drin, genauso wie hier. IQ, ein fliegender Super Mario und hier die Konsole himself. Ja, den Zustand von der Verpackung seht ihr. Ich habe hier ein bisschen Abschürfungen und ich habe hier oben eine kleine Delle drin. Mal schauen, ob wir das Ganze noch ein bisschen schärfer kriegen. Hier oben, wie gesagt, die Macke drin. Schauen wir das Ganze von unten an. Ja, eine Nummer, ein Barcode, IQ. Auch hier ein bisschen Farbabschürfungen. Aber das darf ja auch mal sein von einer Konsole, die aus dem Jahr 2003 ist. Hier vorne ja eine Ecke, die ein bisschen eingedruckt ist. Das Ganze von der Seite, übrigens so sah das Terminal aus, wo man die Karte geladen hat, die dann in den IQ Player drin gewesen ist. Aber zum IQ Player später noch ein bisschen mehr. Hier vorne auch wieder hier ein bisschen eingedrückt, hier oben eingedrückt, hier eingedrückt, ja, hier unten ein bisschen zerquetscht und ja, hier haben wir noch mal dasselbe. Hier drin haben wir einmal das Game, was mitgeliefert wurde. Das war Dr. Mario in einer, ja, original verpackt, not so bad aus. Hier haben wir eine IQ Karte im Wert von 48 Yen. Hier haben wir Anleitung Numero Uno, beziehungsweise das ist die Garantiekarte, Bedienungsanleitung und da drin nochmal eine Anleitung auf Chinesisch. Hier selber dann der IQ Player. Hier haben wir das Netzteil, ein Dingens. Ja, das ist der IQ Player himself von der Größe her. Nicht größer als ein Controller. Ich lege mal den Xbox Controller zum Größenvergleich darunter. Und ihr seht eigentlich, ja, nicht viel
kleiner oder größer dieses gute Stück? Ja, der IQ Player, was ist das überhaupt? Es ist nämlich kein Joystick, sondern es ist ein N64, nur ohne Modul. Das Ganze wurde hergestellt von der Firma IQ. IQ ist ein Joint Venture, wo unter anderem Nintendo auch dran beteiligt gewesen ist. Ihr seht, kein Modulschacht. Hier vorne haben wir den Port für die, für das Antennenkabel. Links, rechts, die Schulterbutton. Hier vorne, Steuerkreuz. Die Konsole selber, seht ihr hier, ist in einem tadellosen Zustand. Ja, der IQ war so das allererste Produkt, wo man gesagt hat, man möchte hier das Ganze auch mal preiswerter in neue Märkte vordringen. Und das Ganze gab es aber nur 3 Jahre lang. Es sind insgesamt 14 Titel erschienen. Das Ganze konnte man dann via Flashkarte, hier via dieser Karte, man hat dann diese Karte einfach in das Terminal reingesteckt, hat dann sich das Spiel runterladen können. Dazu hat man diese Karten gehabt, diese Gutscheinkarten, und konnte dann sich eines dieser 14 Spiele drauf installieren. Ja, das war der IQ Player. Darf der so in der Sammlung bleiben? Bei mir auf jeden Fall, weil die Konsole selber ist komplett in Box. Das Teil selber sieht gut aus. Natürlich hat der Karton hier und da ein paar Macken. Aber generell, es ist einfach der Seltenheit der Konsole geschuldet, dass auch dieser Zustand bei mir so in der Sammlung bleiben darf. Ja, coole Sache. Ein IQ wusste ich, bevor der Tom mir das gezeigt hat, nicht, dass es das gibt. Also scheinbar, ja, eine krasse Geschichte. So, man kann ja quasi sagen, das ist der erste N64 Mini. Ja, schade, dass das gefloppt ist. Hätte ich gerne, an für sich schon gerne in der Sammlung so ein Teil, weil, wie ihr wisst, ich habe gerne so viel, ja, von meinen Konsolen ready to play wie möglich, aber bei mir ist es halt, es muss halt HDMI sein, weil da kriegt man einfach das beste Bild raus, und der ein oder andere weiß, N64 ist scheinbar nicht so einfach zu emulieren. Deswegen haben wir bis heute keine so N64 Mini, scheinbar. Naja, auf jeden Fall, ja, coole Sache, Tom. Vielen Dank, dass du das gezeigt hast. Ich würde das schon in meine Sammlung stellen. Erstmal nur aus optischen und der Skurrilität wegen, aber finde ich cool sowas, auf jeden Fall. Gut, der nächste im Petto ist der Attic von Attic Pleasures. Mal schauen, was der hat. Ja, wie man es halt eben so sehen kann, also die OVP sieht schon relativ mitgenommen aus. Ich gehe jetzt hier einmal ganz kurz durch, bevor wir einmal die Ansicht halt eben wechseln und in die Details halt eben reingehen. Jedenfalls, Mystic Quest Legend ist ein Titel, wo ich damals als Kind gedacht habe, das ist halt die Fortsetzung von dem Mystic Quest Teil auf dem Game Boy. Mystic Quest auf dem Game Boy, ungeschlagen für mich, sogar höher angesiedelt als das Link's Awakening für das Game Boy, für den Game Boy. Und dementsprechend habe ich immer gedacht, dass dieser Super Nintendo Titel, ja, die Fortsetzung wäre, die auch quasi spielerisch da anknüpft. Ist leider nicht so wirklich der Fall, sondern ist, wie wir jetzt alle wissen, natürlich ein Rollenspiel. Erinnert halt eben sehr stark an die früheren Final Fantasy Teile, so vor Final Fantasy 8 sogar. Oder vielleicht sogar noch von 9, das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das spielerisch erinnert das auch relativ stark so an 4, 5, 6. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen enttäuscht über diesen Titel. Aber egal, jedenfalls, hier haben wir das Spiel. Ja gut, hat auf jeden Fall mehrere ein paar Eindrücke, wie auch immer. Hier die Kanten sind natürlich ein bisschen abgewetzt schon. Also ist eigentlich nicht mehr wirklich schön. Und vor allem hier, es wirkt auch so ein bisschen danach, als wäre die Pappe auch wirklich so eingedrückt gewesen. Als ob da vielleicht ein bisschen Gewicht drauf gewesen wäre. Auf jeden Fall, man sieht es ja hier, ne? Hier ist ein Knick drin. Auf der anderen Seite genauso. Ich weiß nicht genau, was damit passiert ist. Jedenfalls die Anleitung, da habe ich ein bisschen länger drauf gewartet, dass ich die überhaupt irgendwie bekomme. Da habe ich aber relativ Glück gehabt. Irgendwie über Kleinanzeigen habe ich wirklich monatelang gewartet und geschaut, dass ich da irgendwie fündig werde.
Und ja, auf jeden Fall ist das dann halt eben der Fall gewesen. Irgendwie habe ich das Spiel bekommen, ich habe die Anleitung extra bekommen und beziehungsweise den Spielberater. Und ja, dann irgendwann auch wirklich die Hülle. Und da habe ich auch relativ für Pappe viel Geld ausgegeben. Allerdings hier im Gesamten, also summa summarum, bin ich eigentlich recht günstig weggekommen. Also günstiger, als wenn man das damals komplett gekauft hätte. Von daher ist das in Ordnung. Nur wie gesagt, von der Qualität her, komm, dann schauen wir einfach mal rein. Wir machen einmal auf. Die haben wir auch schon richtig schön, irgendwie ist da eingedrückt worden. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Ja, machen wir einfach mal auf. Das Inlay, das musste ich mir auch nochmal extra besorgen. Da habe ich mir einfach vom Drittanbieter halt eben irgendein Pappding geholt und habe ich da zusammengefaltet und dann passte das auch. So, also den Karton, den legen wir einfach mal beiseite. Den brauchen wir jetzt nicht. So, und dann kommen wir einfach mal erstmal direkt zum Spiel. Ja, das Modul sieht ja eigentlich relativ in Ordnung aus. Da ist jetzt nichts Wildes dran. Das ist Standard, schöne, eigentlich im Grunde gute Qualität. Es ist jetzt nichts großartig am Label eingedrückt. Von daher passt eigentlich soweit. Ne? Das kann man eigentlich so lassen und lege ich auch mal beiseite. Ja, kommen wir noch zum Spielberater. Der hat auch vielleicht mal bessere Zeiten gesehen. Es geht allerdings. Es geht. Ich mache, also man sieht hier, ist da vielleicht ein kleiner Abriss so vom Dings, vom Heft selber oder vom Titelcover her. Und aber wenn man so durchgeht, es geht eigentlich. Die Seiten sind auch soweit in Ordnung. Hier setzt so ein bisschen Gilb vielleicht mal ein bisschen an. Würde ich jetzt mal so aus dem ersten Blick erstmal so behaupten. Es ist allerdings jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das geht ja gar nicht. Und die Seiten sind auch eigentlich an für sich in Ordnung. Okay, hier gibt es vielleicht einen kleinen Schmutzfleck. Nicht weiter tragisch, denke ich mal. Und ja, super. Hier ist direkt eine Karte, die genutzt werden kann. Und ja, auf jeden Fall alles soweit tippitoppi an der Stelle. Wie gesagt, das größte Manko, was ich halt eben habe, ist, ja, ist halt eben die UVP selber, die ich mir halt eben noch dazu geschustert habe. Oh ja, guck mal hier. Stimmt, da erinnere ich mich, da gab es einen kleinen Riss drin. Aber soweit ich weiß, wurde das erwähnt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber mein Gott, es ist okay. Es ist in Ordnung für den Preis, den ich damals bezahlt habe. Ne? Hätte auch schlimmer sein können. Hätte auch schlimmer sein können, dass komplett die Seite fehlt. Wie gesagt, das ist ein über 20 Jahre altes Spiel. 25 Jahre ist das wahrscheinlich her, wo das released wurde. Da passiert sowas. Ne? Und von daher geht das eigentlich soweit. Ja, und viel brauche ich jetzt eigentlich zu dem Spiel nicht sagen. Was mich allerdings stört, ist, das ist trotzdem langweilig. Besondere vielleicht ist noch, dass die Partner, mit denen man halt durch die Lande zieht, dass man da einstellen kann, dass die halt entweder automatisch agieren oder halt eben manuell. Also bei manuell hat man halt eben die komplette Kontrolle über die einzelnen Figuren. Während man bei Auto quasi wie im Koop-Modus halt eben spielen kann, sprich man steuert seine eigene Figur, während die andere halt automatisch angreift, dich heilt, ist ein bisschen, ja ich weiß nicht, also da fehlt mir so ein bisschen die Herausforderung, konnte mich allerdings nicht so wirklich halten, ne? Also vom Gameplay her. Ich halte den jetzt erstmal bei mir im Regal, ob ich den irgendwie länger behalten werde oder ob ich den verkaufen werde, das weiß ich noch gar nicht, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwie in einer besseren Verfassung für den gleichen Kurs halt eben wiederbekommen werde. Und von daher lassen wir das erstmal so sein. Mystic Quest für das Super Nintendo. Dankeschön, Eddie, dass du uns das vorgestellt hast. Mein Genre ist das nicht ganz, aber ich kann verstehen, wenn man sich das in die Sammlung holt, beziehungsweise ich verstehe die Hype um diese Rollenspiele. Wie gesagt, ist nicht ganz mein Genre. Ich habe zugegeben, am Anfang meiner Sammelkarriere angefangen, diese Big Boxen zu bestellen, mir reinzuholen ins Haus. Ich hatte 3, 4 von denen und dann habe ich aber gemerkt, nein, das war dann meine Phase, nee, komm, aufhören, sammel nur, was du auch wirklich spielerisch magst oder wozu du eine emotionale Bindung hast. Aber wie gesagt, ich verstehe alle, ich möchte so gern diese RPGs mögen. Das ist bei mir wie Tomaten oder Gurken oder so. Ich will sie mögen, aber ich werde einfach nicht warm damit. Aber wie gesagt, ich verstehe es. Und Timur Attic von Attic Pleasures, vielen, vielen Dank für dein kleines, für die Zeigerunde Mystic Quest für das Super Nintendo. Zu guter Letzt den Krempel, der ein oder andere kennt ihn, der Retro-Krempel, auch schon lange im Biss dabei, ist inzwischen zu einem richtig krassen, also neben seiner mega krassen Game Collection ist er zu einem richtig krassen Toy Collector geworden.
Aber heute zeigt er uns weder noch. Und was das ist, sehen wir hier. Als erstes möchte ich euch gerne eine Special Edition von dem Film Spawn oder von Spawn the Movie auf VHS-Kassette zeigen. Und zwar ist das der Director's Cut in Deutsch und da ist es in einer Special Edition. Es ist hier in einer speziellen, ja, in einer Art Hülle, Schuber kann man schon fast sagen. Und ihr seht hier wunderschön. Mir gefällt persönlich dieses Artwork sehr gut oder das Bild von Spawn, von dem Movie. Der Movie ist natürlich Geschmackssache. Es ist eher so ein bisschen in Richtung Trash einzuordnen. Allerdings muss ich sagen, er ist eigentlich für die Zeit ganz gut gemacht gewesen. Natürlich ist viele Fehler von der Story, von der Lore, die nicht ganz so gestimmt haben und was mich halt immer so ein bisschen ärgert, weil so ein Regisseur sollte sich schon ein bisschen mit dem Produkt, was er erschaffen möchte, ja auch auseinandersetzen. Und wenn da natürlich Fehler sind, ist es natürlich immer so ein bisschen schade. Aber gut, ich mag den Film, ich habe Spawn in der Jugend gelesen, habe die Comics gehabt und habe dadurch auch eine gewisse Verbindung zu Spawn. Den Film habe ich auch gesehen, fand ihn damals gut. CGI-mäßig ist er natürlich schlecht gealtert, aber gut. Schauen wir uns mal die Special Edition an. Ihr seht hier schon auf der UVP, sind hier an der Seite schon Dellen, Kratzer. Es ist nicht mehr ganz so, wie es sein soll. Es ist ein bisschen abgeschabt hier und ja. Das Teil befindet sich in einer wunderschönen Sammlerschutzhülle vom guten Manuel. Der Rie wird euch da bestimmt mal einen Link zukommen lassen, beziehungsweise den Manuel vielleicht auch unter dem Video verlinken, als kleine Schleichwerbung. Packen wir das Teil mal aus. Das ist, wie gesagt, hier in so einer schönen, dickeren Plastikhülle drin. Kennt man von den Super Nintendo-Spielen oder von den, ja, Videospielen. Und wir schauen mal uns die Collector's Box genauer an. So, klappen wir die Box mal auf und wir sehen, richtig geil gemacht, auf jeden Fall cool gestaltet, hier auch mit den Bildern und auch so mit dem Hintergrundbild. Hier als Special ein kleiner Aufsteller, hier schön Spawn, leider nicht das Spawn als von eigentlichen Logo, sondern hier ist eher so ein Artwork Spawn, den kann man hinten aufstellen. Der ist auch nicht mehr im perfekten Zustand, der hat hier oben so Abnippelungen. Keine Ahnung, wie sowas entsteht, wahrscheinlich durchs Rumschlackern in der UVP. Ansonsten sieht er noch ganz gut aus. Dann haben wir einen Comic zum Film, beziehungsweise ja, ein Comic zum Movie. Es ist allerdings nichts Besonderes eigentlich, weil das Comic gab es auch so zu kaufen. Ist ein bisschen staubig, wie man sieht. Ich habe das auch so bekommen und noch nicht selber irgendwie gereinigt oder so. Dann ist hier noch die VHS-Kassette drin, die ist noch in einer Sealed-Variante, also die ist noch ungeöffnet und hat noch nie einen VHS-Player gesehen. Und hier nochmal das ganze Artwork von dem Spawn-Mantel, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, es ist eine sehr schöne Collector's Edition, wie ich finde. Und auch wenn sie in nicht perfektem Zustand ist, durfte sie in meiner Sammlung bleiben natürlich. Und sie war jetzt auch nicht überragend teuer. Ich habe eine Edition gesehen, die war ein bisschen teurer, meine ich. Und die war in einem besseren Zustand, da hat aber der Inhalt fast gefehlt und die Kassette war nicht mehr sealed. Spawn VHS habe ich bis dato so auch noch nie gesehen. Ich habe den Film einmal gesehen, aber nicht als er frisch rauskam, sondern so zwischen damals und heute, so irgendwo dazwischen. Und ja, wie der Krempel schon sagt, also CGI-technisch ist er natürlich, ja, wobei er hat seine Momente, aber ganz viele CGI-Momente in dem Film sind halt maßlos veraltet, leider. Und davon würde ich mir doch gerne ein Remake sehen, aber ja, wie der Krempel im Video auch sagt, aber ein Remake, wo jemand sich damit befasst, der sich auch damit auskennt, ja, der sich damit befasst hat, der das vielleicht sogar in der Kindheit oder Jugend erlebt hat, so, ne? Weil es gibt so viele Remakes und Reshoots und bla bla bla, wo man einfach nur merkt, ey, da geht's nur um die Kohle, ja. Naja, gut, das soll's gewesen sein für heute. Vielen Dank, Krempel, vielen Dank an meine Gäste von heute. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und wie immer, bei diesen Videos in den Comments schreibt doch rein, das ein oder andere, würdet ihr das so in die Sammlung nehmen oder eher doch nicht? Oder ne, seid ihr ganz krass auf Zustände oder könnt ihr sagen, ja, jetzt kommt auf den Preis an, je nachdem. Würde mich mal interessieren. Ja, in diesem Sinne,
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Stay safe. Bis zum nächsten Video. Euer Reed.